So, hallo meine Damen und Herren, willkommen zu einem Special von Jacke und zwar mit Battleforge. Ja, ich will euch so ein bisschen schon mal versüßen, was ich demnächst vorhab, und zwar ein Let's Play Battleforge. Ich werde am Anfang die Einzelspielermission starten und dann Zweispielermission und Vierspielermission, wo ich auch noch Leute suche für die Vierspielermission. Einige haben sich schon gemeldet, aber noch nicht genug für die Vierspielermission. Ich glaube, noch einer fehlt. Ihr könnt euch gerne ja in den Kommentaren schreiben oder mir eine Nachricht schreiben in YouTube, wer gerne dabei sein möchte. So, das Special handelt davon, dass ich euch mal meine wertvollsten Karten zeige. Und wir legen einfach mal los. Dann hätten wir zum einen mal die Schmetterzange, 1er Upgrade, ist ganz okay. Es ist eigentlich eine ganz coole T1-Einheit, besonders beliebt im PvP. Dann hätten wir einmal den Mörserturm, auch eigentlich eine sehr coole Einheit, beziehungsweise Turm. Man muss aber sie immer aktivieren, um damit, dass sie schießt. Ja, dann hätten wir noch einmal Minen. Die sind auch sehr praktisch, besonders im PvE. Die sind auch auf 2er Upgrade von mir. Dann habe ich einmal noch die Feuertänzerin, nicht Promo, weil ich einfach die Promo nicht so toll finde wie die normale Feuertänzerin. Die ist, ich weiß nicht, die Promo sieht irgendwie doof aus. Dann habe ich hier noch die Sensenbestie, eigentlich auch eine ganz coole Karte. Und dann hätte ich sogar noch einmal den Raketenturm. Und man sieht auch vielleicht in YouTube, dass ich den Raketenturm noch einmal habe. Vielleicht entbehre ich einen Raketenturm, wenn einer nett zu mir ist. Dann habe ich hier noch Lauffeuer. Eigentlich auch eine ganz cooler Zauber. Ja, alle Einheiten, die dann dieses Lauffeuer berühren, bekommen dann Schaden. Dann hätten wir noch hier den Riesenschlächter. Ein ge persönlicher Geheimtipp von mir. Der ist sehr gut. Obwohl er nicht so gute Statistik hat, aber desto länger er im Kampf ist, desto mehr Schaden macht er und er ist gegen große T4-Einheiten ziemlich gut geeignet. Ich habe diesen auch noch einmal und ich würde den vielleicht auch noch abgeben. Ja, der Virtuoso ist nicht so wirklich interessant. Dann habe ich den Juggernaut normal. In normal. Der ist cool, aber ich habe ihn natürlich auch im Promo. Ja, im Promo sieht er noch viel cooler aus, man sieht's ja. Viel mehr Bling Bling und so. Dann hätten wir noch zum einen mal den Feuerspucker. Ja, der Feuerspucker ist eine coole Anti-Einheit. Ich finde die beste Anti-Einheit, die es überhaupt gibt. Oh, jetzt greifen sie ein bisschen an, weil sie was entdeckt haben. Naja, die Voodoo-Baracke ist nicht erwähnenswert. Die Scheiße, der Kriegsschrein, er ist auch dumm. Rückschlag ist dumm. Inferno. Ja, eine Standardkarte hat eigentlich jeder. Sieht nur cool aus. Boom, boom. Boom, boom, boom. Dann hätten wir noch den Feuerwurm. Der ist eigentlich auch ganz okay, aber ich benutze ihn eigentlich recht wenig. Den Magma-Schrecken benutze ich überhaupt nicht. Den habe ich nur einfach, dass ich den habe in meinem Kartensammlungsdeck. Kometenfänger ist auch nicht erwähnenswert. Der Erdbeber genauso wenig. So, das waren jetzt die Feuerkarten von mir. Und jetzt geht's weiter mit den Schattenkarten. Da hätten wir zum einen mal das Schreckensrost. Ja, das Schreckensrost ist eigentlich ganz cool, aber erst ab dem ersten Upgrade. Und das zweite Upgrade ist klar, auch cool. Dann hätte ich einmal bei Samira Schrein, der ist aber nicht wirklich erwähnenswert. Motivieren ist, finde ich, im T1 unabdingbar, wenn man ein reines Schattendeck macht. Eigentlich ziemlich nicht wegzudenken. Da hätten wir noch einmal die Schattenmagierin. Ist eigentlich auch ganz nett. Ja, eine persönliche von mir Lieblingseinheit, der Ernter. Der Ernter ist eine ziemlich dicke, coole Einheit und kann Skelette machen. Ist ziemlich cool. Aura der Verderbnis ist im PvP sehr praktisch, wenn ein gegnerischer Spieler in der Aura der Verderbnis, ihr seht den Umkreis hier ein wenig, eine Einheit beschwört, kriegt sie so viel Schaden, wie viel die Einheit gekostet hat an Energie. Der Kultmeister ist nicht erwähnenswert, der Aschenpyromane ist auch nicht erwähnenswert. Der gefallene Elf finde ich eigentlich eine sehr coole Einheit. Das Zornauge sieht cool aus, aber im Kampf letztendlich nicht wirklich zu gebrauchen. Dann hätten wir noch die Kirsche der Negation. Habe ich fast in jedem meinen besten Verteidigungsdecks drinne. Ich finde diese Karte sehr cool. Besonders in Zusammenarbeit mit Kobold Technikus und mit der Windelf-Templerin, auf die ich auch noch später drauf zurückkommen werde. Dann hätten wir den Kriegsfürsten, die beste, geilste Schatteneinheit, die es überhaupt gibt. Und zwar in Verbindung mit den Todesstrahler. Viele finden den Todesstrahler ziemlich schlecht. Ich finde den cool. Weil der Todesstrahler mit seiner Fähigkeit zieht er den befreundeten Einheiten Leben ab, um dadurch stärker zu schießen. Und der Kriegsfürst heilt sich pro Schlag. Oder pro Leiche heilt er sich. Boah. Und deswegen sind die beiden in Verbindung eigentlich ziemlich cool. Dann hätte ich noch einmal den Schattenwurm.
Schattenwurm ist auch eine ziemlich coole Einheit, besonders in Verteidigungsdecks und mit dann einem halben Brunnen in der Reichweite für ihn. Dann ist der ziemlich cool. Oder noch Schaman im Nacken, auch ziemlich cool. Plage finde ich eigentlich ganz cool eigentlich, nur das ist halt blöd, dass es auch befreundete Einheiten trifft. Altar des Chaos ist eigentlich nicht erwähnenswert. So, das waren die Schattenkarten von mir. Und jetzt zeige ich euch mal die Frostkarten. Da habe ich, glaube ich, die wertvollsten Karten überhaupt von allen. Da hätten wir einmal den Eiswächter, eine sehr geile T1-Einheit, eine wirklich geile T1-Einheit. Der Eisschildturm, auch ziemlich cool, ich nehme ihn lieber als den Abwehrturm. Miliz ist echt unabdingbar in einem Eisdeck. Und zwar in der Nähe, wenn Einheiten von euch in der Nähe eines Gebäudes von euch sind, vom Verbündeten, kriegen sie plus, ich muss gerade nochmal gucken, wie viel ist auf Upgrade 2, auf Upgrade 1 sind es glaube ich nur 40% und auf Upgrade 2 50%. Der Kriegsadler, den hat zwar jeder am Anfang, aber er ist trotzdem einer der geilsten Einheiten im Eisdeck. Nicht wegzudenken. Ja, hier ist die Windelf-Templerin. Die Windelf-Templerin hat folgende Fähigkeit, dass sie, wenn man die hohe Verteidigung aktiviert und ein Gebäude auswählt, dass dieses Gebäude pro Sekunde geheilt wird. Und deswegen ist die Kirche der Negation in Verbindung damit sehr cool. Weil sobald die Kirche der Negation mehr als ein Ziel anfängt aufzulösen, verliert nämlich die Kirche Leben. Und dadurch kann man das ein bisschen verhindern, beziehungsweise sogar ganz wegmachen, wenn man noch ein paar Kobold-Technikus dabei hat. Ja, dann habe ich den Bergsoldaten, einer der wertvollsten Karten in diesem Spiel. Auf Upgrade 1 macht diese Karte sich ein Schild, währenddessen sie nicht angreift. Hier sieht man jetzt das Schild, es hat sich jetzt aktiviert, weil diese Einheit natürlich jetzt gerade nicht angreift. Und das Schild absorbiert 600 Schaden und die Einheit hat normal 1350 Leben. Also das ist verdammt viel. Ja, der Frostkristall ist eigentlich nicht wirklich gute Einheit. Sie gibt praktisch den Einheiten, die drumherum sind, nochmal ein Schild. Genau wie das Flächeneisschild, nur halt nicht als Gebäude, sondern als Zauber. Der Zeitlose ist auch nicht wirklich erwähnenswert. Der kann einen Kältebiss, einen mobilen Kältebiss, sag ich mal. Die Windelf-Weise, die ist so ähnlich wie die Windelf-Templerin, nur macht sie den, also ihr Effekt ist, dass die Gebäude mehr Schaden zufügen. Und zwar 85%. Ja, dann haben wir hier noch den Frostavatar. Der Frostavatar ist auch eine ziemlich wertvolle Einheit, auch einer der wertvollsten Einheiten, da er einfach fast unzerstörbar ist. Er hat auch ein Schild direkt von Anfang an ohne Upgrade und das hält 2150 Schaden. Die Einheit selbst hat nur 500 Leben, aber ja, das Schild, das erneuert sich echt sehr schnell und dadurch ist diese Einheit fast unbesiegbar. Dann hätten wir einmal das Bollwerk. Ich finde, das ist der beste Turm vom Eis, also von den Eiskarten, besser als der Weltenbrecher, obwohl der Weltenbrecher mehr Schaden macht. Aber der Weltenbrecher greift keine Lufteinheiten an. Das Bollwerk schon. Der Märtyrerschrein ist nicht erwähnenswert, der Mündel des Nordens auch nicht erwähnenswert, die Frostscherbe ist auch nicht erwähnenswert, die Windelf-Anführerin ist auch nicht erwähnenswert. Thor ist dagegen her sehr erwähnenswert. Thor ist eine ziemlich dicke Einheit mit ziemlich sehr viel Life, ich glaube mit einer der meisten, die am Life haben. Und die Fähigkeit ist auch nicht zu verachten von ihnen, und zwar Gelöbnis der Riesen. Alle Einheiten in seiner Nähe bekommen weniger Schaden und der Schaden wird auf Thor übertragen. So, dann hätten wir noch, ja, Schlachtschiff nicht erwähnenswert, Eistornado auch nicht erwähnenswert, aber der Weltenbrecher ist auch für ein Verteidigungsdeck ziemlich gut geeignet. Gegen größere T4-Einheiten ist diese sehr gut. 7270 Schaden kann sich sehen lassen. So, das waren meine Eiskarten und jetzt kommen wir zu den Naturkarten. Da haben wir auch noch ein paar Perlen dabei. Und zwar zum einen Mana-Schwinge, eine T1-Flugeinheit. Die einzigste T1-Flugeinheit übrigens. Sehr coole Einheit. Dann hätten wir einmal Zeichen des Hüters, in manchen Missionen gar nicht wegzudenken, diese Karte. Orkan ist im PvP sehr lustig, kann man den Gegner schön nerven damit. Und zwar kleinere Einheiten werden zurückgestoßen. Dann hätten wir den Parasitenschwarm, der ist nur in ein, zwei Missionen eigentlich gut geeignet, um da Einheiten zu übernehmen. Und jetzt klingelt mein Telefon, was für ein passender Moment, wir stoppen gerade die Aufnahme.